Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Monstermamis, dem Videoblog der VRM und der Kinderzeitung Kruschel. Ich sitze hier bei meinem zweiten Kaffee, die Kinder schlafen noch und ich habe mich eben durch die aktuellen Nachrichten geklickt und muss sagen, das ist alles ganz schön schockierend und alles andere als aufbauend. Deswegen wollte ich heute gerne einfach mal ein paar Worte vorweg schicken, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Also mir geht es hier gar nicht darum, dass wir alle selbstoptimiert mit gestellten Muskeln und schlauer als vorher aus dieser Krise herausgehen, sondern dass wir als Familie das Gefühl haben, ja, das ist eine harte Zeit oder das war eine harte Zeit, wenn das Ganze dann vorbei ist, mit vielen Einschränkungen und mit vielen Entbehrungen, aber wenn es hart auf hart kommt, dann können wir aufeinander zählen und ja, ich möchte, dass wir hier einfach versuchen, entspannt zu bleiben und emotional verbunden bleiben und deshalb, ja, glaube ich, dass da jede Familie da draußen im Moment einfach so ihren Weg finden muss, weil jede Familie hat andere Gewohnheiten, hat völlig andere Lebenswirklichkeiten. Ja, und ich kann jetzt nur ein bisschen aus meinem privaten und persönlichen Nähkästchen plaudern, wie wir hier versuchen, das zu handhaben. Dazu gehört bei mir auch, dass ich bei einigen Dingen im Moment öfter mal ein Auge zudrücke, als wenn wir gerade keine Corona-Krise haben. Dazu zählt auch das Zocken und Klotzen und damit wären wir dann jetzt beim eigentlichen Thema. Ich ja, handhabe das Ganze im Moment relativ leger. Mir ist wichtig, dass die Kinder ein paar Dinge einfach machen, dass sie mir oder uns im Haushalt helfen, weil das für mich auch einfach dazugehört, also zum Familiesein dazugehört und das verstehen die Kinder auch ganz gut. Ich möchte, dass sie draußen spielen, sich ausgetobt haben, dass sie an der frischen Luft waren und dass sie ihre Schularbeiten gemacht haben. Ja, und wenn es dann so an den Freizeitpart geht, ja, dann kommt natürlich die Frage auf, dürfen wir zocken, dürfen wir klotzen? Und ich bin da bei manchen Sachen entspannter und bei anderen wiederum nicht ganz so entspannt. Das Internet ist im Moment der Draht zur Außenwelt und das will ich meinen Kindern auf gar keinen Fall verwehren. Deshalb, also sie haben noch keine eigenen Handys, sie dürfen dann gerne mal an unsere, sie dürfen Skype benutzen, um mit ihren Freunden in Kontakt zu bleiben und auch mit den Großeltern. Ja, dann haben die einen programmierbaren Roboter, der übers Tablet programmierbar ist. Und wenn sie den auskramen, bin ich auch absolut einverstanden. Da können die mitspielen, bis sie ihnen die Köpfe rauchen. Denn hey, die lernen damit programmieren. Und das ist was, was meiner Meinung nach in den Schulen eigentlich noch viel zu wenig unterrichtet wird. Ja, wenn sie an die Konsole wollen, auch da bin ich eigentlich meistens einverstanden. Da weiß ich, was die spielen. Die Spiele sind sehr sorgfältig ausgewählt. Das ist dann mal Minecraft, die spielen Zelda und eben dieses Ring Fit Adventure, von dem ich da gestern schon erzählt habe. Wo ich nicht so entspannt bin, ist beim Thema YouTube. Da finde ich, ist es so, dass die viel zu oft Werbung eingespielt bekommen, die überhaupt nicht altersgerecht ist und ja, das ist mir zu willkürlich. Deswegen bin ich da ganz gerne dabei und ich habe das Glück, dass meine Kinder auch in dem Alter sind, in dem sie mich gerne noch dabei sein lassen. Also die teilen das gerne mit mir und deswegen sitze ich dann ab und zu mal dabei und staune, beispielsweise wenn sie ihre Let's Plays anschauen, das heißt, die gucken anderen Spielern beim Zocken zu und die kommentieren das dann in fürchterlich verstellten Stimmen, also mir hat sich diese Faszination ehrlich gesagt noch überhaupt nicht erschlossen, aber gut, ansonsten gucken die ganz gerne solche Superlativ-Videos und jetzt bin ich natürlich wesentlich schlauer als vorher, ich weiß, welcher Mann oder welcher Mensch am weitesten spucken kann und welcher Vogel die kleinsten Eier legt und wer weiß, vielleicht ist es für irgendwas gut. Genau, naja, es gäbe eigentlich noch tausend Sachen, über die man so erzählen könnte, wenn es um das Internet und das Zocken und Klotzen geht. Aber ich würde euch da jetzt gerne einfach einen Podcast ans Herz legen. Und zwar ist das der Podcast einer meiner Lieblingsbloggerinnen, der Patricia Camerata. Die hat zusammen mit Markus Richter den Blog den Podcast nur 30 Minuten gemacht und vor kurzem ist jetzt auch ihr Buch erschienen. Das heißt, nur 30 Minuten, dann ist aber Schluss mit Kindern tiefenentspannt durch den Mediendschungel. Die hat da wunderbare Tipps und wirklich setzt sehr gute Impulse und wenn das bei euch in der Familie immer mal zu Diskussionen führt, kann ich euch das nur ans Herz legen. Ja, und morgen würde ich gerne mit euch darüber reden,
Ja, wie man Urlaub machen kann, ohne zu verreisen. Denn eigentlich wäre ich jetzt am Koffer packen und morgen würden wir im Auto sitzen Richtung Gardasee. Und das klappt natürlich nicht. Deswegen würde ich uns aber die Zeit trotzdem gerne ein bisschen schön machen. Und da habe ich auch schon einige Ideen, die ich dann gerne mit euch teilen würde. Also dann bleibt gesund, bleibt zu Hause und bleibt hoffentlich auch entspannt. Bis morgen. Tschüss.